nicht gebrannt, die Feuerwehr hatte nur eine ziemlich spektakuläre Übung bei uns am letzten Mittwoch. Dafür herzlichen Dank, denn das kann nur in unser aller Interesse sein. Herzlich willkommen bei den Möbelmachern unter Krumbach, der rechten neben Heißbruck im Nürnberger Land zum Nusserrad 119. Diese Eicheküche hat eine ganz eigene Geschichte, denn sie gehört bereits Annette und Benjamin Winzius, bei denen sie montiert wird, wenn in einigen Monaten der Neubau fertig ist. Und über diese Geschichte gibt es ein super süßes Video. Vom 24. Oktober bis zum 1. November laden wir Sie ganz herzlich auf die Consumenta in die Frauenhalle 7a direkt neben dem Eingang Ost ein. Denn dort finden Sie dann auch diese Küche wieder. Wenn Sie sich bei uns anmelden, können wir gerne einen Platz an der Testessertafel für Sie reservieren. Bei uns sind täglich um 12 Spitzenköche, Kabarettisten, Foodblogger oder Models zu Gast. Aber wir wollen Ihnen natürlich auch unsere neuen Möbel, Polstermöbel und Stühle zeigen. Unser Polstermöbelhersteller Jori hat für seine Sessel einen Konfigurator entwickelt, genau so wie Sie das von den Automarken kennen. Nicht alle Händler waren von der Idee begeistert, wir haben sie auf unserer Seite sofort umgesetzt, weil uns Ihre Meinung dazu interessiert. Man kann mit dem Konfigurator wunderbar spielen, das Probesitzen sollte man aber ähnlich wie die Probefahrt nicht vernachlässigen, denn das kann das Internet noch nicht ersetzen. Vor ein paar Wochen war der schönste Tag der Küche und weil es so schön war, machen wir das am Tag des Schreiners am Samstag, den 7. November wieder. Unsere Sous-Vide-Spezialisten Elke Böhne, Bernd Müller sind wieder da und auch unsere Showküchenbesitzer Annette und Benjamin werden in ihre eigene Küche mitkochen. Außerdem beschäftigen wir uns nicht nur mit neuen Schlafzimmern, dieses hier ist zum Beispiel aus Eiche und unser Model heißt Sina, sondern auch mit der Frage, ob der ehrliche Bettenhandler ein Auslaufmodell ist oder ob ihm, wie wir viel eher glauben, die Zukunft gehört. Denn zum nachhaltigen Wirtschaften gehört für uns auch ein offener und ehrlicher Umgang mit unseren Kunden, nicht nur bei den Bettgeschichten, sondern bei allen Facetten der Zusammenarbeit. Nicht zuletzt deshalb würden wir uns über Ihren Besuch in Untergrumbach, auf der Consumenta oder am Tag des Schreiners total freuen. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Herbst und bis dann.